Wie lange betreuen Sie schon Kinder in Vollzeitpflege und in Bereitschaftspflege? Seit Mai 2018 haben wir eine Pflegetochter, die lebte zunächst 8 Wochen in Bereitschaftspflege bei uns und seitdem ist sie in Vollzeitpflege seit 2020. Mai 2020, also genau 2 Jahre später, ist noch ein Pflegesohn dazugekommen, der direkt in Vollzeitpflege bei uns lebt. Was war Ihre Motivation, ein Pflegekind in Ihre Familie aufzunehmen? Ja, wir wollten immer schon mit eigentlich zahlreichen Kindern zusammen unser Leben verbringen sozusagen. Wir haben ja 3 leibliche Kinder. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren, also vor 4,5 Jahren in etwa, ist dann der Gedanke gereift, nachdem wir auch in der Zeitung etwas Pflegekinderdienst gelesen haben und auch aus unserem Bekanntenkreis hier im Ort davon gehört hatten, ist der Gedanke gereift, dass wir uns damit näher beschäftigen und sind den Weg gegangen. Und seither sind wir da mit Leib und Seele und ganz viel Glück dabei. Wie sind Sie auf das Pflegeelternwerden vorbereitet worden? Circa 1 Jahr, bevor unser erstes Pflegekind zu uns gekommen ist, einen Kurs beim Jugendamt belegt, sozusagen ein Einführungsseminar, nachdem wir uns einmal kurz angehört hatten am Abend, was das überhaupt bedeutet, Pflegeeltern zu sein, und haben dann ja auch mehrere Seminare besucht, bei denen auch besprochen wurde, was für Probleme oft auf einen zukommen können. Und dann hat es circa 1 Jahr gedauert, bis dann das erste Pflegekind kam. Beschreiben Sie mir doch einmal den Übergang, wie das Pflegekind oder beziehungsweise Sie haben mit 2 Pflegekinder, wie die beiden Pflegekinder zu Ihnen in die Familie gekommen sind. Wie war so das Kennenlernen? Wo war das Kennenlernen? Das erste Pflegekind haben wir so kennengelernt, dass wir einen Anruf bekommen haben von ihnen, dass ein Kind im Krankenhaus liegt und auch da noch weiter betreut werden müsste. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, der dann auch nochmal kurzfristig verschoben wurde. Nochmal auf 6 Tage später. Und dann haben wir unsere Pflegetochter kennengelernt. Im Krankenhaus ein Termin, wo noch alle dabei waren, eine Psychologin und vom Jugendamt 2, und dann haben wir Zeit gehabt, nachdem die Mutter sich verabschiedet hatte, das Pflegekind kennenzulernen mit der ganzen Familie. Wie war es bei einem zweiten Pflegekind? Beim zweiten Pflegekind sind wir schon bevor das geboren war informiert worden, dass da ein Kind geboren wird, was nicht bei den Eltern bleiben kann und in eine Vollzeitpflegefamilie kommen soll, und ob wir uns das vorstellen können. Das waren genau 2 Jahre dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Pflegekind, ob wir das Pflegekind auch aufnehmen wollen. Und so haben wir dann, als es geboren war, erfahren, dass wir uns am nächsten Tag treffen. Und als er 2 Tage alt war, haben wir ihn dann aus der Klinik abgeholt. Ja, nachdem unsere Pflegetochter etwa 1,5 Jahre, müssen das gewesen sein, bei uns war, haben wir uns hier überlegt, Mensch, es wäre schön, wenn die Kleine mit einem jüngeren Geschwisterchen noch aufwachsen kann, dass wir noch ein weiteres Kind aufnehmen möchten, und haben uns dann an den Pflegekinderdienst gewandt und gesagt, Mensch, wenn ihr da Bedarf habt oder so, wir hätten Interesse und würden gerne noch ein weiteres Kind aufnehmen. Wie hat die Aufnahme eines Pflegekindes das Leben in Ihrer Familie verändert? Back to the basics, würde ich sagen. Ja, wir haben natürlich nochmal von vorne angefangen, aber das war uns bewusst. Was Wichtigste war, mit den eigenen Kindern darüber zu sprechen, wie das überhaupt ist, ob die sich das vorstellen können, ein weiteres Geschwisterchen aufzunehmen, und dass das natürlich auch nochmal wieder laut wird zu Hause und die Nächte vielleicht kürzer werden. Und das war sehr aufregend, und wir haben das bei beiden Kindern sehr schön empfunden, weil die so aufgeregt waren und sich so gefreut haben. Und es ist auch immer noch so, dass unsere Kinder eine sehr innige und enge Bindung haben zu den beiden. Fühlt sich nicht an wie Pflegekinder, sondern wie Familie. Das war uns auch im Vorfeld immer ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, es soll dein Kind 4 und 5 werden und nicht 3.1, 3.2 oder so, sondern vollwertig, quasi wie ein leibliches, und so ist es auch gekommen. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie sein?
Also grundsätzlich ist es schön, wenn Kontakt zu den leiblichen Eltern besteht, weil ich glaube, für die Kinder ist das auch ganz wichtig, so in ihrem eigenen Werdegang. Unsere Pflegekinder sind ja noch sehr klein, also mit 3 Jahren ist das Verständnis natürlich noch nicht so da. Das wird irgendwann kommen und dann wird man auch drüber sprechen. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Verläufe. Bei dem einen Pflegekind haben wir keinen Kontakt zu der leiblichen Mutter. Und bei dem anderen haben wir jetzt Gott sei Dank wieder Kontakt und wir finden das auch nicht als störend, sondern als Bereicherung fürs Kind. Gab es schon Situationen, die für Sie besonders herausfordernd und schwierig waren und wo Sie glauben, dass Sie das an Ihre Grenzen gebracht hat? Ja, also ich würde sagen, so die ersten Wochen und Monate bei unserer ersten, also bei unserer Pflegetochter, ersten Pflegekind, weil wir da natürlich in der Praxis ganz neu in dieser Materie angekommen waren und das fühlt sich dann nochmal ganz anders an als das, was man im Vorfeld theoretisch gehört hat. Und man kommt natürlich auch in Bezug auf die Herkunftsfamilien auch mit ja, zum Teil völlig anderen Hintergründen zusammen, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Und das ist schon ein Auf und Ab der Gefühle gewesen, wie die Reise denn weitergeht. Das hat uns sehr beschäftigt und da haben wir ja auch mit dem Pflegekinderdienst regelmäßig den Kontakt gesucht und lange, lange Gespräche persönlich oder auch übers Telefon geführt, dass wir da emotional ja, aufgebaut wurden, wie sagt man das? Unterstützt wurden. Unterstützt wurden, genau. Situationen gab es auf jeden Fall und das waren auch ganze Phasen, weil gerade beim ersten Pflegekind ist man, auch wenn man denkt, dass man noch so gut vorbereitet ist, auf diese Sachen nicht vorbereitet. Also wir leben als Familie, aber wenn natürlich irgendwie von außen was Neues wiederkommt, das macht halt manchmal auch Angst. Und da ist auch mal die Frage im Hintergrund, muss das Kind denn wieder zurück, geht das wieder zurück? Und das hat uns doch ganz schön zugesetzt manchmal. Also da waren wir doch ganz schön fertig. Also es hat sich dann gezeigt, dass das alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und dass es eigentlich auch alles ganz normal so ist. Aber wir können es halt nicht. Was würden Sie Paaren oder Einzelpersonen empfehlen, die sich vorstellen können, Pflegeeltern zu werden? Was denken Sie, sollten die für persönliche Voraussetzungen mitbringen? Ein offenes Herz, eine offene Familie und wenn noch keine Familie vielleicht da ist, aber vielleicht einfach mal vorher auch zu schauen, eine andere Pflegefamilie kennenzulernen, um auch zu sehen und mal zu sprechen, wie sich das anfühlt und was da so passiert, auch in der Familie. Genau, im Vorfeld auf jeden Fall alle Fragen stellen, was da ist, damit alles ausgeräumt ist. Was so persönlich für das Paar oder die Familie wichtig ist und auch dann ja, ganz ehrlich zu sich sein und sagen, was geht und was nicht geht, was man sich vorstellen kann und was nicht. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst wahr? Was erhalten Sie für Unterstützung? Ja, nochmal Bezug auf das eben Gesagte zu unserer ersten Pflegetochter. Haben wir immer ein offenes Ohr gehabt. Also sprich, wenn wir angerufen haben oder um Gesprächstermin gebeten haben über Telefon oder persönlich, das wurde zeitnah dann auch angeboten. Haben Sie sich gut aufgehoben gefühlt? Es ist, glaube ich, schon so, wenn bestimmte Situationen da sind, dann muss man manchmal auch noch mal mehr anrufen und noch mal anrufen. Und es ist gut, wenn einem dann auch gesagt wird vom Pflegekinderdienst, dass alles okay ist und wenn irgendwie was anders werden sollte oder irgendwie sich was anbahnt, dass man dann auch vorher informiert wird und dass man da nicht alleine stehen gelassen wird und ja, dass man die Situation zusammen begeht. Ja. Was ich festgestellt habe, ist, als ich ihn das erste Mal auf dem Arm hatte sozusagen, dass die alle gleich riechen. Und dann war vorbei. Dann war vorbei. Die Hüß riechen einfach so gut. Irgendwie. Jetzt hatte ordentlich Bammel vorher. Ja, ich habe mir auch Zeit gelassen mit dem Kinderbettaufbau. Oh, weil
meine Mädels hier zu Hause, die haben ja schon rechtzeitig angefangen. Also sehr, sehr zeitig angefangen. Nein, die 6 Tage vorher, wo wir eigentlich den Termin hatten. Würden Sie mit Ihrer Erfahrung von heute nochmal den Schritt gehen, ein Pflegekind in Ihrer Familie aufzunehmen? Ja. Ja. Absolut, definitiv. Jedes Mal wieder. Also wenn wir noch das Potenzial hätten aufzubauen sozusagen und noch ein bisschen mehr Zeit hätten am Tag, dann wäre es sicherlich etwas, was wir gerne, also wir sprechen ganz häufig darüber, aber wir wissen auch, dass wir dem, was hier zu Hause ist, und das sind 5 Kinder jetzt, auch gerecht werden wollen. Wir sind ganz gut ausgelassen mit 5 Kindern und arbeiten beide noch, also ich habe ja nur so ein bisschen, aber das funktioniert wunderbar, warum soll man das gefährden? Wie wurdet ihr beide mit in die Entscheidung mit einbezogen, ein Pflegekind in die Familie aufzunehmen? Also ich glaube, wir haben uns als Familie einmal so zusammengesetzt und haben über den Gedanken gesprochen. Und natürlich haben Mama und Papa auch gefragt, ob wir uns das überhaupt vorstellen können, nochmal neu anzufangen. Natürlich ist es nochmal was ganz Neues, ein ganz kleines Kind nochmal zu haben. Und haben dann darüber gesprochen und dann haben wir auch gesagt, okay, dann überlegt euch jetzt nochmal was dazu und dann treffen wir uns nachher nochmal. Und ja, waren eigentlich von Anfang an dabei. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, an dem ihr eure erste Pflegeschwester und dann noch euren Pflegebruder das erste Mal getroffen habt? Und berichtet doch mal, wie das so für euch war. Ja. Also bei unserer Pflegeschwester kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber bei unserem Pflegebruder, das war ja in der Corona-Zeit. Und dann im Auto, dann kamen Mama und Papa dann mit unserem Pflegebruder im Arm oder Maxi Cosi dann an. Das war sehr schön, weil man wusste, das wird ein weiteres Familienmitglied und das ist ein schönes Gefühl gewesen, ja. Ja, und bei unserer kleinen Schwester war das ja so, dass es eher so 6 Tage nach hinten verschoben wurde und da waren wir natürlich alle sehr aufgeregt und dachten eigentlich, dass wir sie schon vorher sehen können und wir haben sie das erste Mal im Krankenhaus gesehen und waren dann noch im Spielzimmer, weil ja sie sich dann mit Mama und Papa und der Psychologin und weiß nicht, wem noch getroffen haben. Und dann ist natürlich auch so die Aufregung gestiegen, weil man natürlich jeden Moment so darauf gewartet hat, dass es jetzt losgehen kann. Und ja, deswegen ist es sehr aufregend. Wie ist für euch jetzt so der Alltag oder wie hat sich so euer Alltag verändert mit 2 Pflegegeschwistern? Also ich muss sagen, es ist erstmal viel lauter, weil die beiden natürlich sich die ganze Zeit bewegen und auch die ganze Zeit irgendwie was machen wollen und raus wollen und irgendwie was haben wollen. Aber das ist auch schön, weil so ein bisschen Leben ins Haus kommt. Und ja. Also ich finde es auch, also mein Alltag, ich glaube, ich wäre viel mehr in meinem Zimmer. dadurch, dass man hier die Kleine noch hat, ich habe sehr viel Spaß daran, den Sachen beizubringen. Und auch eher lustigere Sachen oder so. Das ist dann eher so mein Verdienst. Ich finde es schön, ja. Wie würdet ihr eure Beziehung zu den beiden beschreiben? Ja, sehr gut. Morgens freue ich mich immer ganz doll, wenn ich dann bei den beiden ins Zimmer komme. Und dann mein Pflegebruder, der strahlt morgens immer ganz schön. Und dann sagt er immer Hallo oder Moin. Das kann er mittlerweile auch. Und dann unsere Pflegeschwester, die findet es morgens immer ganz schön, wenn sie noch mal ein bisschen im Bett liegen bleiben kann. Aber die hat auch schon so ein Grinsen im Gesicht. Und dann freut man sich, wenn man geht mit einem besseren Gefühl in die Schule. Ja. Ja, und die gehören einfach zur Familie dazu. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, das sind jetzt Pflegegeschwister, sondern es sind wirklich die eigenen Geschwister sozusagen. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Perfekt.